Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute wollen wir uns Strings anschauen. Und für Strings brauchen wir natürlich als allererstes mal irgendwas, in das wir diesen String reinschreiben können. So, und bei C ist das jetzt ein bisschen anders. In den meisten anderen Sprachen gibt es String als eigenen Datentyp. Das gibt es in C nicht. In C habt ihr das tatsächlich als Char-Array. Und deswegen war es ganz wichtig, dass ihr vorher versteht, wie Arrays und Pointer funktionieren, damit ich euch heute alles jetzt zeigen kann. Okay, fangen wir also an. Wir definieren uns einen String. Zum Beispiel sagen wir myString dazu. Und das Ganze ist ein Array. Keine Größe angeben. Wir sagen aber direkt hinten dran gleich. Und dann wollen wir hier eingeben, was wir hier reinschreiben. Zum Beispiel sagen wir hier, wir hätten gerne hi drin stehen. Achtung, jetzt machen wir nicht hi direkt so rein, sondern wir sagen, wir hätten es ganz gerne als einzelne Buchstaben und logischerweise als Komma getrennt, denn so ist es halt ein String. Okay, jetzt ist aber noch ganz wichtig, dass wir hier ans Ende ein Backslash 0 reinhauen. Denn sonst weiß euer Compiler oder euer Programm halt einfach nicht, wann der String aufhört, also quasi wann, wie lang das ganze Ding ist. Denn ihr habt hier nirgendwo eine Länge drin, also durch dieses Array-artige etwas hier. Ihr habt in C nicht irgendwie was, wo ihr die Länge davon abfragen könnt, ganz easy. Und deswegen muss man hier irgendwie angeben, hier ist der String zu Ende. So, was wir jetzt also beim Ausgeben machen, ist folgendes: Wir schreiben jetzt erstmal printf hier rein und wir wollen einen String ausgeben. Das tun wir mit %s und dann Backslash n, damit es ein bisschen besser aussieht. So, und jetzt wollen wir dieses hi ausgeben. Und dazu ist es wichtig, dass ihr verstanden habt, was Pointer sind, denn wir übergeben jetzt nicht das komplette Array hier, sondern wir übergeben im Prinzip einen Pointer auf das erste Element. Und ihr könnt natürlich hier auch die Adresse vom ersten Element abfragen, aber wie ihr wisst, myString macht genau das für euch. Ohne die Klammern, ohne irgendwas. Und ja, jetzt könnt ihr das Ganze ausführen. Dazu einfach wieder mal wie immer den GCC aufrufen und out ausgeben. So, und jetzt sieht das Ganze toll aus. Hi steht hier. Und wenn ich jetzt das hier weglassen würde, dann wird es nämlich interessant. Dann können wir nämlich nochmal gucken, was hier so da rauskommt. Okay, hier kommen drei Zeichen raus, die irgendwie nicht richtig ausgegeben werden können. Und dann kommt hier 007F oder sowas. Also was ganz, ganz Komisches. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr dieses Backslash 0 macht, denn ansonsten geht einfach weiter hier, also die Ausgabe geht einfach weiter, bis eben das nächste Backslash 0 irgendwo in eurem Programm oder in eurem Speicher drin kommt, aber das gehört dann höchstwahrscheinlich nicht mehr zu eurem Programm dazu. Gut, deswegen Backslash 0 nicht vergessen. Alternativ könnt ihr das ganz easy machen und einfach sagen, ich hätte das Ganze hier nicht gerne so als Array definiert, sondern da gibt es eine kleine Zuckerschreibweise dafür. Ihr könnt einfach hier drin hi sagen, sowas hier. Und dann habt ihr dieses Backslash 0 schon implizit mitgeschrieben, also das macht der Compiler dann für euch. Aha, das hier ist ein String, okay, dann packen wir ans Ende noch ein Backslash 0, damit wir wissen, wie lang das ist. Gut, also da, wenn ich das jetzt ausführe, dann kommt auch hi raus. So, das ist jetzt nur der Anfang von dem, was ich euch zeigen möchte. Ich möchte euch nämlich auch noch den Umgang mit Strings zeigen und dazu braucht ihr noch ein paar Kleinigkeiten oder dazu gibt es ein paar coole Funktionen und praktische Funktionen und zwar in string.h. Deswegen müssen wir erstmal hier oben include string.h schreiben, damit wir auf diese ganzen Funktionen zugreifen können. Und dann brauchen wir noch einen zweiten, sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und ja, schauen wir mal, was wir jetzt hier machen. Zum Beispiel do_i ausgeben. Hier oben machen wir noch ein Leerzeichen rein. Ups, das soll ein Semikolon sein, kein Punkt. Gleich doppelt vertippt. Okay, und jetzt brauchen wir noch einen dritten String. Upsala. Denn so brauchen wir gar nicht erst anfangen. Wir müssen ja noch irgendwas machen und dieses Ergebnis, dieses irgendwas, wollen wir ja auch irgendwo speichern. Also sage ich jetzt hier einfach mal Ergebnis. Und wir sagen gar nichts dazu, sondern wir sagen einfach nur, dass es ein Array ist. Okay. Okay, die erste Funktion, die ich euch zeigen möchte, ist die sogenannte String-Copy-Funktion. Achtung, C hat ganz, ganz komische Schreibweisen, die machen nämlich irgendwie immer alles kürzer, wenn es irgendwie ging. Das war damals halt mit dem Speicher, war alles, was kleiner war, war gut. Deswegen heißt sie nicht String-Copy, so wie man sie normalerweise schreiben würde, sondern String-Copy. Und ja, was die im Prinzip macht, ist folgendes: Ihr gebt hier zwei Strings an, also ein String ist eine Referenz auf das erste Element von eurem Char-Array.
Und deswegen brauchen wir hier wieder Char-Arrays dafür. Ich werde jetzt gerade mal kurz das Ergebnis nehmen. Ergebnis und zum Beispiel den MyString. Und was jetzt hier passiert, ist folgendes. Wir wollen natürlich das Ergebnis ausgeben. Wir kopieren den Inhalt von MyString in Ergebnis rein. Sprich, das sieht dann am Ende so aus. Ja, natürlich, wir brauchen hier, wenn wir es nicht zuweisen, brauchen wir irgendwie eine Größe. Sagen wir mal 10, mehr als 10 Zeichen haben wir auf keinen Fall. Jetzt aber. Und geben das Ganze aus. Hier steht jetzt also Hi drin. Okay, das heißt, wir haben diesen Inhalt hier von unserem String Array hier vorne rein kopiert. Aber Achtung, wenn ich jetzt hier in MyString irgendwie den MyString 2 rein kopiere und mir den MyString ausgebe, dann steht Hi nicht mehr drin. Ups. Und Hi ist dann quasi weg. Hier steht dann nur noch Do-I. Okay. Das bedeutet, wir haben quasi unseren Inhalt gelöscht. Also er wird einfach überschrieben. So, wenn ich jetzt aber nicht überschreiben möchte, sondern verlängern möchte, also zum Beispiel aus Hi und Do-I möchte ich Hi Do-I machen, dann habe ich eine weitere Funktion, die nennt sich String Cut für Concatenate. Also hintereinander packen. Und wenn ich das jetzt mache, dann habe ich hier, wenn ich den String, also Achtung, ich habe jetzt hier MyString 1 und 2 hintereinander, dann kommt hier HiDoI bei raus. Also einfach hintereinander gehängt. Werdet ihr häufiger brauchen wahrscheinlich. Genau. Okay. So, und jetzt noch ein kleiner Trick, den kann man für Strings sehr, sehr gut gebrauchen. Dazu aber mal hier was anderes, und zwar eine Zahl. Und dann sagen wir hier nicht MyString, sondern wir wollen StrLen. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, was das sein soll. Nämlich die StringLength, also die Länge unseres Strings. So, und hier sehen wir, dass da 8 bei rauskommt. Das heißt, wir haben hier nachher die Länge von unserem String 1 als 8 definiert. 8 deswegen, weil wir hier den ersten und den zweiten schon hintereinander gehängt hatten. Sprich 1, 2... Und dann Leerzeichen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtung, Backslash 0 am Ende wird nicht mitgezählt, wie wir gerade gesehen haben. Also diese 8 beziehen sich wirklich nur auf Hi, die Leerzeichen und Do-I. Also die Leerzeichen mitzählen, Backslash 0 aber irgendwie nicht. Okay? So, und dann noch eine Kleinigkeit. Stristre. Dann nehmen wir jetzt einfach mal hier I Leerzeichen. Dafür, wobei, nee, wir sagen hier oben sagen wir hallo Welt und hier sagen wir lo. So, und Stristre sagt mir jetzt, also gibt mir besser gesagt einen Pointer auf das erste Auftreten von diesem String, also von dem hinteren String, von dem zweiten in dem ersten String, also wir gehen hier quasi durch und sagen, oh, hier ist ein L, das L hat aber kein O hinten dran, okay? Aber hier hinten haben wir L, O hinten dran stehen. Und dann kriege ich eine Referenz in meinem ersten String, also auf dieses Element hier, genau, was mir sozusagen sagt, wo das Ganze steht. Das bringt mir natürlich hier oben so als einzelne Funktion aufgerufen mal gar nichts, denn es gibt ja was zurück. Deswegen füge ich das jetzt hier auch mal ein, so. Und ja, Achtung, es wird immer das erste Auftreten genommen, also wenn ich jetzt hier dann nochmal ein Lo schreibe, dann wird das nicht mehr genommen. Okay, und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was hier hinten dran steht. Dazu gebe ich ein Char aus und möchte wieder dereferenzieren hier. Also ich greife quasi auf die Adresse zu, die mir das hier liefert und möchte schauen, was drin steht. Besser kann ich gerade aktuell eigentlich ja, nicht wirklich was machen. Okay, und es ist natürlich ein L drin, und zwar genau dieses L. Wir können uns eigentlich auch mal genau diese Adresse hier angucken, was hier drin steht. Das ist natürlich kein Char, das ist mir klar, danke. Okay. So, und ausführen. Okay, das ist die Adresse, von die uns dieses Tristre zurückgibt. Und jetzt schauen wir einfach mal, was uns die Adresse von dem 0, 1, 2, von dem dritten Element liefert. Also schauen wir mal bei MyString rein, und zwar an der Stelle 3. Hier, so.
Okay, das war jetzt taktisch unklug, denn jedes Mal, wenn ich es ausführe, habe ich euch ja schon haufenweise Male erzählt, dann ändert sich das ja immer. Deswegen brauchen wir natürlich hier einmal das Stristre und einmal brauchen wir die Adresse davon, sonst können wir es nicht wirklich unterscheiden. So, aber jetzt sehen wir, dass wir hier beides mal dieselbe Adresse rausbekommen und das heißt, Stristre gibt mir genau diese Adresse von diesem L hier hinten, von dem dritten L, gibt es mir zurück. Ja, das waren mal die wichtigsten Funktionen sozusagen, die ihr über Strings wissen solltet und natürlich, wie man die Dinger benutzt. Okay, das war's dann heute auch schon wieder und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns. Ciao!